Guten Tag, meine lieben Zuschauer, und seid herzlich willkommen zu einem Video wieder von Heyday. Und ich habe ja in der Diskussion von meinem Kanal geschrieben, dass es erstmal vorab keine Videos mehr geben wird. Das natürlich den Hintergrund hatte, dass mein PC im Arsch ist. Jetzt nehme ich natürlich diese Audiospur hier, also ne, ich nehme auf Handy das Bild auf. Und das Mikrofon halt auf meinem Laptop. Und das geht jetzt soweit. Streamen kann ich nicht. Ne? Für die Zeit ist es klar, so viel Leistung hat er nicht. Ich werde gucken, in welcher Qualität ich das Video gerendert kriege. Ich denke, dass ich das aber auch in 1080p 60 FPS rendern werde. Aber es dauert dann halt etwas länger. Aber ja, dass ihr euch halt nicht wundert. Counter-Strike kommt nicht, ich kann Hitman nicht aufnehmen, also so eine Sachen, da sind die Probleme momentan. Dass ich halt, ich find's halt mega doof, ich hab's so gestreamt, hab mir so gedacht, so, yo, mach ich 12 Stunden Stream, und das war nicht so mega, ich weiß nicht, wo der Auslöser war, aber es scheint, dass meine CPU kaputt ist, ne? Weil ich weiß, dass sie nach Brand riecht. Das habe ich riechen können, also feststellen können. Ist natürlich mega, mega schade. Aber gut, da kann ich jetzt natürlich nicht viel machen. Außer einer gibt mir eine neue CPU, aber wer macht das jetzt? Also, ne? Wer macht das schon? Ansonsten hat sie hier nicht so krass was getan. Ich war halt das Wochenende, erstmal war Frederik da, und ja, die zweite Sache ist halt, da ich jetzt nicht die ganze Zeit an meinem Rechner hängen wollte, ich habe da heute noch ein bisschen rumgeschraubt, und ja, ich habe jetzt die Ursache halt gefunden, aber jetzt muss ich sie natürlich irgendwie noch in Ordnung bringen. Ich habe erst die Idee gehabt, yo, ich warte, bis mir der Rechner abbraucht. Aber jetzt, ja, ich weiß nicht, da habe ich so ein bisschen Panik. Wenn das Ding in Flammen aufgeht, was mache ich dann, wisst ihr? Das ist schon ein bisschen riskant, wenn man den so benutzt. Und von daher muss ich jetzt halt meinen Laptop benutzen. Geht jetzt nicht anders. Aber ich denke, dass das jetzt von der Qualität her nicht so auffallen wird. Vielleicht rauscht es noch ein bisschen, weil ich noch nicht, weil ich ja jetzt hier alles umgebaut habe. Vielleicht rauscht das noch ein bisschen, weil jetzt hier eine Box zum Beispiel neben mir steht, wo ich halt den Sound von meinem Laptop halt habe. Weil ich habe das ja jetzt trotzdem auf meinem großen Monitor per HDMI halt angeschlossen, weil ich hab einen Laptop, der jetzt nicht so mega das Screen hat. Und von daher, war das halt schon besser. Ich habe auch meine Maus und Tastatur, also ich habe alles eigentlich mit rüber genommen. Mein PC steht jetzt halt in der Ecke. Da werde ich dann mal schauen, was sich da so ergibt. Vielleicht, also ich hatte ja ursprünglich vor, eine neue Grafikkarte mir zu holen, aber vielleicht muss als erstes halt der Prozessor dran, was ich halt schon irgendwie ein bisschen blöd finde, dass es jetzt ausgerechnet kaputt ging. Jetzt vor allem, wo ich halt wieder richtig Bock habe auf Videos, geht natürlich der Rechner erstmal kaputt, ja. Und ich mache auch dieses Video auch aus noch einem Grund, weil vor nicht so allzu langer Zeit war das Problem, dass ich auch keine Videos mehr machen konnte. Und von daher, da das nicht wieder kommen muss, mache ich dieses Video hier, weil ich finde es persönlich, also das würde ich nicht wollen, das wollt ihr nicht, dass auf einmal keine Videos mehr kommen. Und das ist halt einfach blöd, und von daher versuche ich euch, also es wird nicht, vielleicht muss ich ab und zu Tage aussetzen, das ist klar. Aber es werden auf jeden Fall Videos kommen, weil wir vor allem auch über die 140 Abos sind, da müssen dann Videos kommen, denn nichts, dass ich es auch vorher so gesagt habe, dass da Videos jeden Tag kommen müssen, aber wenn jetzt erstmal gar keine mehr kommt, also wir sind frisch über die 140 drüber,
dass man dann für die neuen Abonnenten wenigstens zeigt, yo, ich bin aktiv und nicht sagt, yo, ich mache jetzt erstmal eine Woche lang keine Videos, weil, ja, ne, ist halt so. Das ist halt auch irgendwie ein bisschen doof, die Idee, ne? Und von daher, ja. Ja, auf jeden Fall läuft es von den Quests her auch relativ gut. Ich habe da jetzt, ja, nur noch schwere Quests momentan. Ich habe mir überlegt, ob ich vielleicht, ja, ein paar Quests rausreiße. Hier sowas zum Beispiel, ich glaube, das mache ich mal. Diese kann raus, diese kann zum Beispiel drin bleiben. Das auch, die auch, ja, die auch, das reiße ich auch nochmal ab. Die erst recht und, genau. So, habe ich mir ein bisschen einfacher gemacht. So, welchen können wir denn, genau, ich brauche, machen wir erstmal zweimal Kekse. Dann haben wir das auf jeden Fall auch schon. Kekse. Okay, das schickt mir das Weizen. Ich guck mal, ob hier genauso viel im Shop abgeht noch. Genau, der Shop hat sich erholt. Das ist ja schon mal was, also relativ erholt, ne. Ich kaufe jetzt mal ein bisschen teureres Weizen, weil ich brauche jetzt nicht wirklich viel. Habe ich auch jetzt gar keine Lust, jetzt so wirklich auf den Preis zu achten, weil ich habe jetzt gerade das Geld, ne. Genau, Kekse. Ein Keks wollte ich noch machen. So, und danach kommt halt dieser Himbeermuffin. Und, ja, dann muss ich bald wieder Himbeeren anpflanzen, ne. Und, ja, auf jeden Fall sind wir bald auf die 73.000 gegangen. Das ist cool. Das freut mich auf jeden Fall. Und, ja, wird immer mehr Geld auf jeden Fall. So, ich schau mal, ich habe ja gesehen, ich brauche ja irgendwie Hilfe oder so, also, man braucht schiffmäßig hier Hilfe. Ich habe nur 13 Eier, aber wir können ja mal eben die Kiste suchen, dass ich da auch, was rausbekomme und vielleicht 3 Eier, okay, das brauche ich jetzt gerade nicht, aber, ja, irgendwann werde ich das auf jeden Fall in Betracht ziehen, ne, das ist klar. Und wo ich den ein bisschen ran, dann schauen wir mal. Kiste. Wow. Ja gut, die finde ich jetzt gerade nicht. Ist ja jetzt auch egal, auf jeden Fall, ja, war das wieder eine ereignishafte Folge. Wenn es euch auf jeden Fall gefallen hat, würde ich mich persönlich über ein Däumelein nach oben freuen. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie die Folge gestaltet wird, aber ich denke, dass ich es hinkriegen werde. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge von mir. Bis demnächst. Ciao.